Okay, wir können auch ein gutes Unentschieden raushauen. Wie gesagt, das Match hat sich einmal gedreht, das ist und ist dann halt auch gedreht geblieben, das war super. Solche Matches liebe ich persönlich. So, jetzt muss man hier noch nur noch eine gute Position eigentlich finden, um halt wirklich auf die Bombe aufpassen zu können. Wo man halt nicht auch, also auch nicht direkt gesehen wird. Na bitte, wir haben gewonnen. Heißt also auf gut Deutsch unentschieden. Naja. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wie viele Runden das jetzt hier geht. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Müsst ihr, da müssen den Trainer fragen, nicht mir. Ja, verdammt, da geht's ja gar nicht rein. Ich wollte jetzt gerade da rein. Mich so ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Und Leute, ich laufe einfach in den Feuer rein, um hier zu schießen. Und bam, 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 bam. Und bam, 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 bam. Verdammt. Was? Wie? Von hin? Was? Oh, das war jetzt... Boah, da hat aber jemand Glück, du. Naja, gut. Also, so macht mir das viel mehr Spaß. Eventuell warten die jetzt auch noch darauf, bis hier einer gewonnen hat. Ich würde mich freuen. Also freuen jetzt nicht direkt, weil ich sollte... nein. Ich... Nächstes Level zu das... Ich weiß gar nicht. Aber gut, jetzt haben schon so viele dafür gewotet. Dann macht das jetzt auch nichts mehr aus. Ja, wie gesagt, das sollte jetzt gleich die Karte wechseln. Gehe ich aus dem Match raus. Weil ich mal vermute, dass sich die Karte wechselt. Und jetzt, der Typ ist down. Oder auch nicht. Oh, das war... Huh. Das war übel. Leute, das war übel. Das hätte ganz, ganz knapp sein können, du. Das war aber also wirklich, das war eine schöne... War eine schöne Situation, also in Anführungsstrichen schön. War halt eine spannende Situation. So. Wie gesagt, ich warte wie immer hier. Guck da so ein bisschen in die Fenster. Da kommt sogar einer. Verdammt, verdammt, verdammt. Und jetzt versucht einer an zu gehen. Den kann ich jetzt wiederum nicht mehr decken. Ich habe keine Ahnung, ob er noch lebt. Ob er jetzt überlebt hat oder nicht. Oder eventuell ist er tot. Ich weiß es nicht. Das muss ein Trainer fragen, nicht mehr. What the fuck? Wer rechnet denn damit? Ja, tut mir leid. Also, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass da einer ist. Okay, ich schaue jetzt gerade Droop zu. Oder Drop. Ich nenne jetzt einfach mal Droop. Das ist eigentlich ganz gut, Droop. Ich bin ja auch also eigentlich bin ich besser, ganz ehrlich. Aktuell, nein. Wie gesagt, nein. Hallo, null, nein. Na bitte. Ich kann übrigens so, geht nicht. Kann ich nicht abstimmen. Ernsthaft, es ist doch wohl jetzt noch... Man hat es ja eben im Chat gelesen, es sind noch 6 Minuten irgendwie. Und die werden wir ja wohl auch noch aushalten hier auf dieser Karte. Denke ich mal, also die meisten. So. Ganz ehrlich, also tut mir leid, aber... So, wie immer. Oder wie in den letzten Runden üblich. Wird wieder alles abgescannt. Also ein bisschen ja gescannt, dass da nicht direkt jemand kommt. Und diesen Gang hier etwas blockiert, sage ich jetzt mal. Okay. Ah, verdammt normal. Das war jetzt unmöglich gerade für mich. Tut mir leid.
Also auch logisch, dass da welche hinter der Ecke warten. Aber gut, passiert halt, ne? Beziehungsweise was, also ganz ehrlich, was soll man da machen? Also. Oh, der Arme. Das ist übel, wenn man unten. Oh, das ist vor allem übel, wenn man sieht, man ist der letzte Überlebende. Das ist richtig. Das ist jetzt richtig übel für ihn. Darum verlässt sich auch, glaube ich, gerade das halbe Team den Server. Wie gesagt, das ist, also das ist eine Situation, in der möchte ich persönlich nicht sein. Na? Na, jetzt komm, leg die Bombe. Verdammt, den habe ich nicht gesehen. Also den konnte man nicht so auf der Map sehen. Er hat den Sound von dem Laufen nicht gehört. Schade eigentlich. Schade. Ja, wie gesagt, sind ja gerade eine Menge Leute rausgegangen eigentlich. Darum mache ich da jetzt nichts. Da sage ich jetzt nicht irgendwie, ja, bin ich voll der Meinung, dass das voll ungerechte Teams sind. Ich würde aber sagen, wir sollten eventuell, also ich sollte jetzt eventuell mal aufhören, hier die ganze Zeit zu campen. Da ist auf jeden Fall gerade einer hingerannt. Ernsthaft? Ja, das hat jetzt nichts gebracht. Ich hätte lieber auf die Pistole gewechselt, wäre eventuell besser gewesen, wäre eventuell intelligenter gewesen. Aber gut, passiert, ne? Mann, Mann, Mann. Oh, das ist übel. Von der, also von der Granate getötet zu werden, das ist immer übel. Ganz ehrlich, also das ist immer so eine Situation. Da wünscht man sich, das ist doch blöd. Das ist, da wünscht man sich, dass diese Person keine Granate hätte. Aber sie hat halt eine und das ist halt das große, große Problem. Weil ja halt wirklich eine Menge Leute an Granaten denken. Beziehungsweise ihr Standard-Kaufsystem haben. Das funktioniert natürlich dann irgendwann so gut, dass man das innerhalb von wenigen Sekunden dann komplett wieder eingestellt hat. Verdammt, da ist ja niemand. Ja, von hinten. Aber ich habe wenigstens nochmal einen Kill gemacht, meine Güte. Wie gesagt, das liegt auch ziemlich am Kommentieren, also ganz ehrlich, das ist, wie gesagt, ich denke doch, dass sich das auch im Let's Play, also im Laufe des Let's Plays etwas verändern wird, also nüsst zum Beispiel dann in der fünften Aufnahme oder so ich da schon wieder komplett anders spiele. Zum Beispiel in der ersten Aufnahme war ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt gerade die Aufnahme ist ein bisschen schlecht, weil wir schon ein bisschen später haben und ich jetzt langsam aber sicher unter Druck gerate. Wenn jetzt gleich nicht hier mal langsam aber sicher diese Scheißrunde endet, dann bin ich eindeutig unter Druck, weil ich nämlich noch ja ins Bett gehen sollte, weil wir haben morgen Schule. Also ich habe morgen Schule und ja, ich sollte unbedingt gehen. Also nicht in die Schule, in die Schule gehe ich so oder so. Und das sollte ich auch machen. Ja, um das auch nochmal hier so ein bisschen pädagogisch wertvoll und so zu machen. Ja, das war jetzt läppsch. Tut mir leid. Nein, wie gesagt, was sollte ich denn jetzt nochmal sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ja, wie gesagt, einfach nur ich muss in die Schule morgen. Darum sollte ich ins Bett gehen, weil wir haben jetzt schon ein bisschen später. Keine Ahnung, ob man das hier sehen kann. Nee, kann man nicht. Nee. Ich bin eiskalt dagegen. Also ganz ehrlich, ich bin eiskalt dagegen. Weil ich finde jetzt also wirklich die Minuten. Komm mal. Hey, Leute, leckt mich doch am Arsch. Die scheiß Minute hätten wir auch noch da auf der Karte verbringen können. Ganz ehrlich. Aber nein, es muss immer das 2 sein. Tut mir leid. Also irgendwann kann man diese Map auch nicht mehr sehen. So,
ich würde jetzt erstmal sagen, ich verabschiede mich. Also ich mache morgen erstmal keine Aufnahme. Morgen kriegt ihr erstmal den ersten Part, aber das ist ja auch eigentlich scheißegal. Wann ihr den bekommt, ob ihr den bekommt überhaupt, muss ich alles noch schauen. Nee. Ihr versteht's. Ich kann hier gar nicht raus. Toll. So, tschüss. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt muss ich aber gerade nochmal schauen. Eieiei. Das ist aber eieieiei. Also ordentlich runtergegangen, du. Ganz schön ordentlich. Eieieiei. Das müssen wir aber nächstes Mal ändern. Und meine Trefferrate auch vielleicht mal. Also nächstes Mal dann auf anderen Karten, anderen Spielmodi noch nicht mal, also nicht mal anderen Spielmodi. Wir sehen uns wie gesagt beim nächsten Mal. Ich gehe hier gerade schon mit der Maus aus dem Bild. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, leg Wummen down. Ciao Leute, euer Hubert Schubert. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich muss nämlich hierfür meine Aufnahmetaste ändern. Also ich habe sie für gewöhnlich auf F10 und jetzt habe ich sie halt gerade auf dem Nummernblock, das Komma. Also noch einmal, ich entschuldige mich übrigens auch nochmal dafür, dass ich am Anfang so ein bisschen lauter war. Ne? Wer die letzten Parts halt so richtig verfolgt hat, der weiß, was ich meine. Aber jetzt dann in diesem Sinne, leg Wummen down. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.